Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute ist Donnerstag und es gibt wieder eine Folge mit mir als Gastgeberin. Und diesmal mit einem ganz großartigen, kreativen Gast, und zwar Maler und Bildhauer. Er ist 23 Jahre jung mit dem außergewöhnlichen Look eines Rock- oder Hip-Hop-Superstars, könnte man fast meinen. Alexander Höller, schön, dass du da bist. Hi Melanie, schön, dass du hier bist. Perfekt. Bevor wir direkt in unser Interview starten und du ganz viel von dir natürlich berichten darfst, der Community, geht's auch für dich in die offizielle Anmoderation und dann schauen wir mal, ja, was wir da schon bereits über dich erfahren. Alexander Höller, The Emotion Artist. Im Alter von 17 Jahren hat Alexander kurz vor dem Abitur die Schule abgebrochen, um Künstler zu sein. Wow. Ein Jahr später hat er das fast Unmögliche geschafft. Trotz seines nicht vorhandenen Abiturs wurde er an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg angenommen. Aufgrund der hochbegabten Prüfung und weil die Professoren es befürwortet haben. 2020 erhielt er sein Diplom. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. In den letzten 2 Jahren hat er über 200 seiner Werke verkauft. Trotz seines großen Erfolges ist so in so jungen Jahren ist es ihm wichtig, bodenständig zu bleiben und dankbar für seine Gesundheit und jeden einzelnen Tag. Er ist hochdiszipliniert, arbeitet zwischen 10 und 14 Stunden täglich in seinem Atelier, wo du, glaube ich, auch gerade bist. Aktuell lebt und arbeitet Alexander in München und seine letzte Solo-Ausstellung in der bekannten Galerie Martina Kaiser in Köln war nach 2 Tagen ausverkauft. Wow. Nun arbeitet er pausenlos auf seine nächste Einzelausstellung hin. Doch für den Bewohnerfrei-Podcast nimmst du dir kurz Zeit und eine Pause. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Alexander Höller. Sehr gerne. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Ja, wir haben es gerade gesagt, du bist gerade in München in deinem Atelier, oder? Genau, richtig. Beziehungsweise im Büroteil davon, was hinter den Kulissen ist. Ja, da bin ich gerade. Okay, cool. Und sage mal, ja, also wer sich jetzt gerade sozusagen die Folge nur anhört und nicht bei YouTube verfolgt, den lade ich ein, einfach auch mal bei YouTube reinzuklicken, damit man dich auch sieht. Du kannst ja auch mal hier nach links und rechts schauen, dann sieht man hier nochmal, du machst nicht nur Kunst, ich würde sagen, du bist Kunst mit all deinen kreativen Tattoos sozusagen, der Wahnsinn. Verrate uns doch mal, seit wann wusstest du, dass du Künstler sein willst, dass du dieses Talent hast und dass du gemerkt hast, boah, da steckt einfach all das in mir, das will ich ausleben? Ja gut, jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist es natürlich auffällig, dass ich bereits als kleines Kind schon mich immer kreativ beschäftigt habe, seien es damals in den Sommerferien selbstbemalte Steine, die ich versucht habe, auf der Straße zu verkaufen. Später dann selber Fußballtrikots entworfen habe, designt habe und dann ja so mit 13, 14 dann irgendwann mit dem Graffiti-Sprayen angefangen habe und da dann allerdings relativ schnell auf die Leinwand umgestiegen bin und ja, seitdem ich 16 bin, dann auch meine ersten eigenen Ausstellungen realisiert habe und organisiert habe. Und wie du gerade in der Anmoderation gesagt hast, mit 17 dann kurz vorm Abitur die Schule abgebrochen, um eben Vollzeitkünstler zu sein. Und es war im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich die wichtigste und beste Entscheidung meines Lebens. Uiuiui, ja, genial. Also ich finde es einfach einen richtig coolen Weg. Und was haben denn damals, als du diese Entscheidung getroffen hast, also oder allgemein auch, als man gemerkt hat, deine Mitschüler ja auch, okay, du interessierst dich vielleicht für andere Dinge als sie oder bist da halt sehr, sehr fokussiert, was die Kunst zum Beispiel auch angeht. Und natürlich auch, mit der Entscheidung dann zu sagen, ich schmeiß die Schule. Also was haben da so Familie und Freunde gesagt damals? Ja gut, geteilte Meinungen natürlich. Also ich habe viel Gegenwind bekommen, auch aus dem engsten Freundes- und Verwandtenkreis, die mir davon abgeraten haben, jetzt kurz vorm Abitur das eben nicht zu machen. Das ein Jahr jetzt eben noch. Auch mein Vater hat gesagt, komm noch ein Jahr, das schaffst du irgendwie, komm, halt's durch. Aber für mich war Prinzip klar gewesen, nein, ich will jetzt diesen Schritt sofort machen, ich will keine weitere Zeit in meinem Leben irgendwie ungenutzt lassen und habe mich dann dazu entschieden, trotz all des Gegenwindes dann wirklich alles auf Plan A zu setzen und habe es dann letztendlich auch getan, ja.
Ja, dazu gehört auch viel Mut, ne? Dass man wirklich sagt, oder einfach der klare Wille und die Entscheidung, ich weiß, ich will diesen Weg gehen und gehe den auch. Klar. Also ich meine, ich habe die Entscheidung natürlich nicht über Nacht getroffen. Das war sehr wohl überlegt gewesen. Ich habe mir da ganz viele Wochen lang Gedanken gemacht, kann ich das, schaffe ich das? Aber letztendlich war dann immer so dieses Jahr am Ende gestanden. Und letztendlich war es dann auch für mich nicht ganz so einfach, weil ich wollte mich natürlich auch an der Akademie der Bildenden Künste bewerben. Hm. Und das war erst mit 18. So. Jetzt musste ich dann irgendwie trotzdem noch ein Dreivierteljahr bis zu meinem 18. Geburtstag überbrücken und habe dann damals mit 17 mein Elternhaus verlassen und bin ein Jahr lang in München auf eine private Zeichenschule gegangen, wo ich wirklich von früh bis abends das technische Zeichnen gelernt habe. Okay. Und auch das war wiederum nicht so ganz einfach, weil da auch viele gesagt haben, ja, was, das es kommt doch alles jetzt, keine Ahnung, lass dir doch ein bisschen Zeit. Und nee, für mich war, ich hatte Plan A im Kopf und den habe ich durchgezogen. Und naja, dann ein Jahr später mit 18 dann aufgrund der Begabtenprüfung trotzdem auch ohne Abitur die Annahme an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg erreicht. Und das war für mich natürlich ein wichtiger Meilenstein gewesen. Das kann ich mir definitiv vorstellen. Und da hast du auch schon zwei Sachen angesprochen, auf die ich super gerne nochmal eingehen würde. Zum einen diese Hochbegabtenprüfung oder was macht man da? Also wenn, ich habe sowas aber noch nicht erlebt, kenne auch niemanden, der das bisher erlebt hat. Also wie läuft sowas ab, wenn man da, wenn man da einmal mit dabei sein darf oder halt das vollziehen muss? Ja. Also ich habe mich damals in Nürnberg beworben mit dem Hintergrund, weil Nürnberg eine Stunde von zu Hause weg war. Das heißt, es war nahe genug, aber auch weit genug weg von zu Hause. Und das Bewerbungsverfahren ist im Prinzip ist es ein längeres Prozedere. Also du gehst dorthin, es gibt dort spezifische Fachklassen, wie zum Beispiel eine Klasse Malerei, in der ich mich beworben habe. Dann gibt es Bildhauerklassen, dann gibt es Grafikdesign etc. Und ich habe mir damals aus Holz so einen riesen Wagen gebaut, habe dann meine ganzen Leinwände, alles, was ich bisher gemacht hatte, da drauf gepackt, bin dann mit dem Sprinter nach Nürnberg gefahren und bin dann über den alten Akademie-Campus gerattert. Und das hat so viel Aufsehen erregt, dass mich dann gleich der erste Professor in seinen Klassenpavillon gebeten hat und bin dann dort sofort quasi aufgenommen worden. Hat dann gesagt, okay, mach jetzt eine Mappe, also man muss dann eine Mappe einreichen und mit einem Bewerbungsgespräch und so weiter und dann gibt es ein Komitee aus Professoren, das waren damals 15 Stück und da muss die Mehrheit dafür sein und bei mir war das eben dann der Fall gewesen und dann bin ich dort, zum Glück aufgenommen worden. Es war für mich natürlich einfach klasse. Ja, eine starke Sache auf jeden Fall. Und die zweite Sache, wir hatten schon kurz deine Familie, deinen Vater angesprochen, denn der ein oder andere in der Persönlichkeitsentwicklungsszene wird vielleicht denken, Höller, den Namen habe ich ja vielleicht schon mal gehört. Und zwar, du bist der Sohn von Jürgen Höller, dem Persönlichkeit, ja, also dem Motivationstrainer sozusagen in der Szene auch. Da würde mich einmal interessieren, zum einen, ist es für dich ein Problem, gegebenenfalls auch eben mit deinem Vater dann, mit dem bekannten Vater in Verbindung gebracht zu werden? Und auch, ist überhaupt in deiner Szene wiederum dein Vater bekannt oder auch gar nicht? Okay, zum ersten Teil der Frage. Also natürlich ist es immer so Fluch und Segen bekannter. Mhm. Ja, auf der einen Seite öffnet es einem extrem viele Türen. Man lernt super spannende, interessante Leute kennen, die einen weiterbringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, hat man einen besonderen Erwartungsdruck auch dann dahinter, was mich zum zweiten Teil der Frage bringt. Also in der Kunst und gerade in der Kunstszene, in der ich drin bin, kennt mein Vater jetzt nicht die breite Masse. Also vielleicht mal Einzelne, aber da ist Jürgen Höller kein Begriff. Von daher habe ich da, ist alles, was ich da quasi erschaffen habe, was ich mir aufgebaut habe die letzten Jahre aus eigenem Ertrag. Und das ist, glaube ich, eine gute Kombi. Also ich bin damit absolut happy und das ist super. Ja.
Cool. Ja, ich denke mir nämlich auch so, ich habe mich auch gefragt, ja, einerseits, wie du sagst, Fluch und Segen, einerseits denke ich mir, ja, ist doch cool, ne, eröffnet einen Türen, wie du meintest, andererseits eben auch, man will ja auch nicht immer nur der Sohn von sein, deswegen finde ich es auch großartig, dass du da einfach ja so deinen eigenen Weg gehst oder auch in einer ganz anderen Branche Fuß gefasst hast, ist natürlich sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und sag mal, wie läuft das denn ab, wenn du im Atelier bist und neue Werke kreierst? Also hast du da so einen Ablauf, so eine Routine, wie du zu neuen Werken kommst? Oder nimm uns da doch gerne mal mit, wie kreierst du deine Werke? Ja, also meine Werke, bitte auch da mal auf meine Instagram-Seite gucken oder auf meine Website, damit man sich das auch vorstellen kann, über was ich gerade spreche. Die entstehen meistens in einem Zeitraum von einem halben Jahr bis 2 Jahren. Also so lange arbeite ich wirklich an einem Bild. Liegt daran, dass es bis zu 20 Schichten sind. Es sind Ölgemälde. Ich setze bewusst auf die hochwertigste Farbe, die eben sehr lange zum Trocknen braucht. Das heißt, ich muss die Bilder zwischendrin 2 bis 3 Wochen stehen lassen, bevor ich dann an die nächste Malschicht rankommen kann. Und bei mir ist so, ich habe meine Hauptinspirationsquelle im Wald. Das heißt, ich bin auch direkt am Wald aufgewachsen, seitdem ich kleiner Junge war. Ich war immer eher so das Kind gewesen, das nachmittags im Wald gespielt hat, anstatt irgendwie vor der Konsole oder vom Bildschirm zu verbringen. Und habe dann irgendwann so mit 14, 15 überhaupt begriffen, was der Wald eigentlich, was der für eine Bedeutung hat, wie wichtig der Wald für uns Menschen ist, dass wir ohne den Wald nicht atmen, nicht leben könnten. Und dass er dieses ganze System, dieses ganze Ökosystem, was uns umgibt, eigentlich zusammenhält. Und da habe ich mich dann für interessiert. Und natürlich war dann auch der Wald gerade zu den Jahreszeiten, jetzt im Herbst ist es wieder wunderschön, die Farben zu betrachten, ja, die ganzen Strukturen, die Moosstrukturen, die Verästelungen, die Baumstämme. Und ich habe dann da diese Schönheit erkannt und habe das dann versucht, irgendwie so mit 15, 16 dann erst zeichnerisch umzusetzen. Ich bin dann durch den Wald gegangen, habe dann alle möglichen, mit meinem Smartphone, alle möglichen spannenden Baumkronen etc. Landschaften fotografiert und habe die dann quasi abstrahiert in meinen Zeichnungen umgesetzt. Und man muss sich das so vorstellen, ich mache für eine Arbeit, für ein Bild, mache ich vorher hunderte von Skizzen, ja. Und diese Skizzen probiere ich dann, ich pick mir dann die besten raus und dann probiere ich die übereinander zu schichten. Das heißt, ich stelle mir in meinem Kopf vor, wie was am Ende aussehen wird. Das heißt, ich muss in gewisser Art und Weise auch rückwärts malen. Das heißt, ich stell mir quasi vor, welche Schichten sollen am Ende quasi durchbrechen. Und so stellt sich das Ganze dann zusammen. Natürlich ist es ein Prozedere, ein Ablauf, der sehr, sehr lang dauert, wie ich gerade beschrieben habe. Und was dabei sehr wichtig ist, man braucht Disziplin. Das heißt, ich habe einen genauen Plan, der dann wiederum individuell gestaltet ist. Also ich weiß, wie ich herangehen kann. Jetzt mittlerweile, über die Jahre hinweg, kann ich natürlich, weiß ich natürlich aus Erfahrung, wie die Techniken funktionieren. Das heißt, ich muss nicht mehr so lange rumprobieren, bis ich dann zu einem Ergebnis komme, sondern ich weiß genau, okay, wenn ich das und das und das mache, dann passiert das und das und das. Und das ist so Learning by Doing auch in gewisser Art und Weise. Ja. Ich habe mir da auch ganz früh schon angefangen, eben Techniken anzueignen und bin daher auch jetzt schon so weit. Ich habe bewusst diese akademische Ausbildung gemacht, weil ich eben auch die Maltechnik, die Hintergründe, wie man mit Ölfarbe überhaupt richtig umgeht, wie man malt, das musste ich und wollte ich alles wissen. Und daher finde ich, ist das eine super Zusammensetzung, eben aus der einen Seite, auf der einen Seite aus dem Internet ganz viel Know-how, auf der anderen Seite aber auch von anderen Menschen, die eben schon Erfahrungen gemacht haben, sich da wiederum Wissen anzueignen und das dann zu kombinieren. Sehr spannend auf jeden Fall und vor allen Dingen auch der Punkt, dass du sagst, es kann auch mal bis zu 2 Jahre dauern. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, wie kommt denn eigentlich so ein Preis für so ein Kunstwerk zustande? Also wie wird da auf dem Markt das festgelegt? Was kann ich dafür nehmen? Also klar, am Ende, wenn was gezahlt wird und so, aber kannst du uns da noch mal so ein bisschen mit reinnehmen? Klar. Also letztendlich ist es natürlich so, wie in allem Angebot und Nachfrage. Ja, das heißt, ich bin natürlich nicht mit den Preisen, die ich jetzt habe, gestartet, sondern ganz am Anfang habe ich bei der ersten Ausstellung, da war ich 16 gewesen, in Schweinfurt, meiner Heimatstadt, da habe ich meine Bilder zwischen 50 und 250 Euro verkauft. Ja, da war ich froh, dass ich gerade so mein Materialgeld drin hatte.
damals auch schon echt sehr früh unabhängig von irgendwelchen anderen Geldern mein Zeug bezahlen konnte. Und gut, dass jetzt mittlerweile meine Bilder zwischen 20 und 50.000 Euro kosten, das macht mich natürlich sehr, sehr stolz. Aber das hat sich über die Jahre jetzt entwickelt. Also das ist nicht einfach so zack von heute auf morgen passiert. Das ist ein sehr langer Prozess. Und dass ich da jetzt allerdings in jungen Jahren schon so weit bin, das ist unglaublich. Und das kann ich manchmal selber kaum fassen. Ja, das ist, glaube ich, dir gerne. Ich habe gerade irgendwie drei Fragen auf einmal im Kopf. Und zwar, das passt nämlich gerade so ein bisschen. Einerseits, also wir hatten ja, genau, weil du auch meintest, man soll mal bei Instagram gucken, auf der Website und so weiter. Du bist ja sozusagen der Superstar des neuen abstrakten Expressionismus in der Fachsprache in Deutschland. Und deine Fans, da gehören auch irgendwie Arnold Schwarzenegger und Oliver Kahn dazu, die vielleicht dann auch schon ein Bild von dir haben. Und so wie du gerade sagst, krasser Erfolg, riesengroß, Summen für deine Bilder, die du da jetzt aufrufen kannst. Also wirklich ein toller Erfolg. Und du sagst aber, dir ist halt auch trotzdem wichtig, bodenständig zu bleiben. Und ich finde, also merkt man auch, du bist ja auch tiefenentspannt und auch im Vorfeld schon, als wir telefoniert haben, dachte ich, oh ja, cooler Typ. Danke. Warum ist dir das so wichtig? Und wie behältst du dann so ein bisschen diese Sache, dass du auf dem Boden bleibst? Ja, na gut, ich habe den Leitsatz, ich will einer der größten Künstler der Welt sein werden. Aber gleichzeitig ein bodenständiger Mensch bleiben. Und das ist eigentlich das, was jede große Persönlichkeit am Ende des Tages ausmacht, auch von den Persönlichkeiten, die du gerade angesprochen hast, die ich auch schon jetzt mehrfach persönlich getroffen habe. Das sind große Menschen, aber trotzdem wissen die, wo es herkommt. Die wissen, dass sie das selber erarbeitet haben und dass Erfolg letztendlich kein Glück ist, sondern es ist ein langer Weg. Und man soll einfach dankbar dafür sein und jeden Tag so bewusst leben und genießen, dass man einfach merkt, okay, ich muss nicht, sondern ich kann, ich darf und ich will. Und das ist für mich so der wichtigste Gedanke eigentlich, ja, dass ich jeden Tag gesund aufstehen darf, dass ich das tun darf, was ich liebe. Und damit dann natürlich noch Geld zu verdienen und Anerkennung zu bekommen, das ist super. Das da freue ich mich drüber. Woher kommt es, würdest du das sagen? Also wie hast du das von deiner Family mitbekommen, dass du da so mit Dankbarkeit durchs Leben gehst? Oder war das auch ein Prozess? War das vielleicht nicht immer schon so? Absolut. Also ich habe mit meiner Familie nach wie vor ein super enges Verhältnis. Und wer so ein bisschen die Geschichte von unserer Familie kennt, der weiß, dass wir auch mal zwischenzeitlich alles verloren hatten und dann wieder alles aufgebaut haben. Und ich glaube, das ist so, wenn du mit eigenen Augen siehst, wie deine Mutter für 60 Euro in der Woche bei Aldi einkauft, dann kriegst du ein ganz anderes Gespür dafür, was eigentlich auch Realität sein kann. Und ich glaube, dass aus der Dankbarkeit heraus zu arbeiten, aus der Dankbarkeit heraus irgendwie zu leben, zu sein und anderen Menschen was zu geben, was einfach auch für die Menschen zu machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und so versuche ich zu leben und versuche jeden Tag neu zu starten. Super inspirierend. Ja. Das schön, dass du es auch selber gerade auch in diesem Zug angesprochen hast. Klar, die Familie oder ich glaube, dein Vater war ja auch eine Zeit lang im Gefängnis, ne? Und ich glaube, das alles dann auch mit zu erleben. Ich meine, wie alt warst du da in diesen ganzen Phasen, wo ihr alles verloren habt? Ja gut, ich war damals 6 Jahre alt gewesen. Bis ich dann 8, 9 war, aber das hat sich lange gezogen. Also gerade in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen bin, gibt es wenig Gesprächsthemen und da war das natürlich, hat mich das sehr lang begleitet. Gleichzeitig muss ich sagen, dass es mich auch zu dem gemacht hat, der ich eben heute bin. Es hat mich stärker gemacht, es hat mir gezeigt, hey, egal was passiert im Leben, alles ist möglich, alles ist irgendwie wieder rekonstruierbar und alles ist auch besser. Also man kann alles noch besser machen, als es vorher schon war. Und da bin ich meinem Vater auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr dankbar. Denn er war für mich immer ein Vorbild gewesen. Und
ja, dass ich letztendlich dann heute so bin, wie ich bin, habe ich mir selbst natürlich zu verdanken, aber auch der, ich soll jetzt mal sagen, dem Vorleben von meinen Eltern, ja, die mir eben auch da viel Freiraum, viel Freiheit gelassen haben, mich zu dem zu entwickeln, der ich heute bin. Hm. Ja, stark. Finde ich richtig cool. Und ich habe mir mal eine Sache aufgeschrieben. Es passt irgendwie auch ganz gut. Und zwar, du sagst selber über deine Bilder, sie wirken sehr schreiend und laut, aber in Wirklichkeit verbergen sich in den unteren Schichten, die du ja auch schon angesprochen hast, in den Tiefen der Struktur, die Ruhe und das Geheimnis. Und ich habe, als ich das gelesen habe, so gedacht, das ist ein bisschen wie bei dir, oder? Ja, also ich meine, wenn man mich jetzt sieht vom rein äußerlichen Optik, denkt man sich natürlich, wow, krass, irgendwie von Kopf bis Fuß tätowiert, Punk, pinke Haare, keine Ahnung. Und dann, wenn Leute sich mit mir unterhalten, beziehungsweise meinen Inhalt, das, was ich in den Bildern versuche, irgendwie auszudrücken, beschäftigen, dann merken sie meistens, hey, das ist total das Gegenteil davon. Der ist sehr bedacht, der ist sehr ruhig, der ist, was ich zumindest oft gesagt bekomme, ein unglaublich höflicher, netter Mensch, der einfach das Herz im richtigen Fleck hat. Und ich glaube, das ist eine coole Kombi und die auch irgendwie spannend ist. Und es wäre ja schade, wenn man von vornherein schon sagen könnte, der ist so oder jeder wäre gleich. Und deshalb war es mir auch immer ein Bedürfnis gewesen, mich zu dem Individuum zu machen, das ich heute bin. Hm. Ja, definitiv. Also muss ich auch sagen, du hast ja vorhin schon gesagt, Einladung nochmal auf Instagram vorbeizuschauen. Wir packen ja auch nachher alles in die Shownotes. Da sieht man auch, ne, deine Kunstwerke sieht man. Man sieht dich in sehr interessanten Posen und wirklich sehr, sehr bunt und laut. Und deine Tattoos sind nochmal sehr, sehr deutlich dann auch zu sehen. Und ich glaube, also das ist so dieses Klassische, ne? Schublade auf, Schublade zu. Wenn man das so sieht, dann oder dich vielleicht auch einfach auf der Straße sehen würde, würde man denken so, oh, okay, so wie du es gerade erklärt hast. Und dabei ist es ganz anders. Finde ich ja einfach eine spannende Kombi. Ist es denn so, dass du oft auf Menschen triffst, die dann eben genau sagen, ach krass, hätte ich ja anders erwartet? Oder halten die sich da eher mit zurück und kriegst du das gar nicht so mit? Total. Also das, was du gerade beschreibst, widerfährt mir eigentlich tagtäglich. Mhm. Jetzt natürlich durch den steigenden Bekanntheitsgrad kennen mich dann schon einige Leute. Aber es ist schon so, dass man jetzt gerade mit meinem Aussehen, mit den Gesichtstattoos etc., dass man da mit krassen Vorurteilen zu kämpfen, kämpfen muss. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade, weil es zeigt eigentlich, wie rückständig manche Menschen noch sind. Und das ist ja gerade generell so weltweit, diese Debatte auch mit Hautfarbe etc. Es kommt doch nicht darauf an, wie man aussieht, finde ich. Also ich finde, es kommt vielmehr darauf an, was für Werte man innen hat und wie man sich in seinem Alltag verhält. Ja, wenn ich zum Beispiel anderen Menschen Türen öffne, sie groß mache, sie aufbaue, ihnen Mut zuspreche, ihnen irgendwie ein Vorbild sein kann, dann ist es doch viel mehr wert, als wenn ich irgendwie ständig damit beschäftigt bin, Fehler bei anderen zu suchen oder ständig darüber aufzuregen, warum sieht der anders aus oder warum macht der sowas. Oder das ist, ich finde, ja, es sollte jeder irgendwie so sein dürfen, wie er ist. Jeder sollte das gut finden können, was er macht. Und solange er niemand anderen damit schadet oder jemanden aktiv irgendwie wehtut, finde ich, ist das völlig, völlig in Ordnung. Und ja, wenn ich dadurch meine Person vielleicht auch vielen jungen Menschen ein Vorbild sein kann mit dem, was ich mache, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich bin, dann macht mich das unglaublich stolz. Ja, kannst du dann auch sein, auf jeden Fall. Ich finde es auch sehr inspirierend und sehr weise auch schon. 23, ne? Stimmte, dass du 23 bist oder schon? Ja. 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 Wahnsinn. Also ja, wirklich, ich glaube, da bist du. Was? Alles gut, alles gut. Ja, also, ja, ich bin ein bisschen älter, deswegen, aber ich finde es richtig gut, diese Ansicht einfach auch und dass du das halt eben auch so mitgibst, aber trotzdem natürlich auch, ja, doch auch spannend zu sehen, dass du halt da immer mit diesen, ja, Vorurteilen dann doch auch konfrontiert wirst.
Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also wann hast du dein erstes Tattoo dir stechen lassen? Und also ich frage mich immer, ich habe kein Tattoo tatsächlich und frage mich dann immer, vor allen Dingen, wenn es auch so in meinem Gefühl natürlich krasse Tattoos sind, dann auch jetzt bei dir noch im Gesicht, was bewegt einen, also oder dich in dem Fall natürlich, das dann zu tun? Also was waren da für Entscheidungen dahinter? Was steckt dahinter? Meistens haben ja Tattoos auch irgendwelche Geschichten. Ja, also ich habe natürlich jetzt nicht mit dem Gesicht angefangen. Mein erstes Tattoo war damals mit 16 gewesen, tatsächlich Art is my passion, den Schriftzug über mein Herz und meine Brust. Und so hat sich dann halt das Ganze entwickelt. Und naja, mir war es immer wichtig gewesen, ich wollte irgendwie in den Spiegel schauen und wollte irgendwie, ich wollte ein Individuum sehen. Ich wollte irgendwie einen Menschen sehen, der nicht kopierbar ist, der einzigartig ist. Und das Tolle ist, jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue und aufstehe, dann weiß ich ganz klar, was meine Bestimmung ist. Nämlich, ich habe es mir hier auf die Stirn tätowieren lassen, The Emotion Artist. Und ja, so hast du dich benannt, ne? Genau. Ja. Da können wir auch drauf eingehen. Ja. Ich habe einfach, ja, wie soll ich sagen, ich weiß, dass ich nicht mehr in ein bürgerliches Leben zurück kann und will. Und diese Gesichtstattoos zum Beispiel auch, die sind für mich eigentlich auch eine Metapher, eine Motivation, ja. Und da dann irgendwie, wie soll ich sagen, sich selber auch zum Kunstwerk zu machen, ja. Ich habe mich selber im Prinzip zum Kunstwerk gemacht, zur Leinwand. Und das ist ein Projekt, das wahrscheinlich mein Leben lang andauern wird. Das ist, ja, finde ich ganz spannend. Und alle Schriften, die ich habe, viele Motive, viele Bilder, die ich auf der Haut habe, tue ich auch selber zeichnen und werfen. Das ist, macht Spaß. Ja, und mehr als das wahrscheinlich, ne? Und so wie du es sagst, oder wie ich ursprünglich am Anfang auch gesagt habe, du machst nicht nur Kunst, sondern du bist Kunst und so, ein Individuum, was es so, ja, klar, nicht nochmal gibt, ne? Hat all deinen eigenen Tattoos. Ist schon, korrekt. Und wir haben es gerade angesprochen, du hast es auch nochmal gesagt, The Emotion Artist, du hast dich so selber benannt, wenn ich es richtig gelesen habe. Geh doch da gerne nochmal rein, wieso genau diese Bezeichnung? Gut, angefangen hat es damit, es war, glaube ich, als ich 19 gewesen bin, waren wir abends beim Abendessen gewesen. Und wir unterhalten uns oder haben uns in der Familie immer unterhalten, was so jeder am Tag gemacht hat. Und ich habe ihm erzählt, hey, ich habe heute ein tolles Feedback bekommen von einem Unternehmer, der Anfang des Jahres 2 Bilder gekauft hat. Und da hat mein Vater mich eben gefragt, okay, was war denn so das Feedback gewesen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, er hat eben das eine Bild Birke gekauft, das holt ihn total ab, wenn er abends nach einem langen Tag nach Hause kommt, setzt er sich da 5 Minuten hin, sammelt sich und geht nochmal den ganzen Tag durch und kommt dann im Prinzip zur Ruhe. Gleichzeitig hat er in seiner Eingangshalle parallel gegenüber an der anderen Wand das Bild Magenta hängen, was ihn extrem Kraft bringt, wenn er früh aus dem Haus geht. Ja, da guckt er drauf und dann spürt er sofort so diese Power, diese Kraft, die durch ihn durchgeht. Und das sind ja auf gewisse Art und Weise Emotionen. Und dann hat mich mein Vater gefragt, okay, wie sah das denn so aus? Oder wie in der Vergangenheit, was hast du denn so für Feedbacks bekommen? Was bekommst du für Feedbacks von den Menschen, wenn sie dann länger mit deinen Bildern, deinen Werken leben? Und das sind im Prinzip immer Emotionen. Ja, die einen spüren Liebe, die anderen irgendwie erinnern die Bilder an irgendwas. Und das, ich weiß gar nicht, wie und warum. Das hat sich dann so ergeben, dass ich dann auf einmal The Emotion Artist war. Und ein kleiner Side-Effekt von dem Ganzen, ein kleiner Vorteil ist, da mein Name Alexander Höller gerade im Ausland teilweise auf Aussprache, also Schwierigkeiten trifft, ist The Emotion Artist einfach ein Brand. Das ist eine Marke, die international weltweit gleich ist. Und das ist, finde ich ganz cool. Ja, und da willst du ja auch hin, ne? Du hast ja schon gesagt, noch größere Ziele als jetzt schon erreicht. Ja. Und sag mal, hast du denn... oder was sind denn so, bis wann willst du das erreicht haben? Also hast du schon so, du hast ja wahrscheinlich so, wie das jetzt gerade aus dem Interview herauskommt, schon ganz, ganz klare Ziele und du weißt, was du willst. Bis wann willst du welchen Schritt erreicht haben? Nimm uns da mal auch nochmal ein bisschen mit in die Visionen. Also mein Endziel, mein ganz großes Ziel ist, dass ich zu Lebzeiten eine Ausstellung im Museum of Modern Arts in New York habe. Den Traum habe ich mir damals selber
festgelegt, als ich mit 17 das erste Mal in New York war und aus diesem Museum rausgegangen bin. Und das MoMA in New York ist das Kunstmecker. Also wenn du da eine Einzelausstellung hast, dann hast du es geschafft. Ja, das ist ein absoluter Ritterschlag. Und ich habe damals, als ich 17 war, diese vage Behauptung aufgestellt, dass ich es bis 30 schaffen will. Mittlerweile ist es so, dass ich oder dass mir bewusst geworden ist, dass es eigentlich schade wäre, wenn ich jetzt mit 30 schon dieses große Ziel erreichen würde, denn es kommt letztendlich nicht darauf an, wann du dein Ziel erreichst, sondern wichtig ist, dass du es überhaupt erreichst. Und gerade der Weg zum Ziel, ja, wirklich dieses Auf und Ab, diese 3 Schritte vor, 2 zurück, 1 vor, 2 zurück, 10 vor, das ist es eigentlich, was es so spannend macht. Das ist eigentlich das, was das Leben ausmacht, nämlich dieses Nicht-Vorhersehen, sondern jeden Tag irgendwie einen Schritt drauf hingehen und weiterarbeiten, weitermachen. Und da habe ich dann einfach jetzt die letzten Jahre gesagt, okay, mach dir keinen Stress, sondern geh die Sache entspannt, aber konsequent, entschlossen, diszipliniert an und dann wirst du dein Ziel früher oder später erreichen. Und das ist so, ja, das ist das Endziel und da folgen natürlich noch ganz viele Etappenziele hin. Also ich meine, es ist ein langer Weg, gerade wenn man sich im Kunstbetrieb ein bisschen auskennt, der weiß, dass es eben ganz, ganz viele Zwischenschritte sind. Mhm. Und ich habe jetzt die nächsten Ziele für nächstes Jahr und darauf arbeite ich jetzt aktuell hin. Ja, die sind dann deine nächste Ausstellung auf jeden Fall, ne? Ja, klar. Ich meine, Corona-bedingt natürlich ich hätte jetzt in Berlin noch eine Ausstellung gehabt gegen Ende des Jahres, die habe ich jetzt auf 2021 verlegen müssen oder verlegen wollen, denn ich will so viele Menschen wie möglich bei meinen Ausstellungen haben. Und deshalb habe ich 2021 mehrere Einzelausstellungen und andere weiter tolle Projekte, auf die ich mich freue. Und da werde ich jetzt den ganzen Winter drauf hinarbeiten. Und sag mal, wie ist es denn? Arbeitest du komplett alleine oder hast du ein Team, die vielleicht auch so das ganze Organisatorische drumherum mit dir angehen? Wie ist das bei dir? Also ich hatte bis 1.1. diesen Jahres 2020 noch kein Team. Da habe ich wirklich alles selber gemacht von, was weiß ich, Büro, Medien, alles drum und dran. Ich habe im Prinzip nonstop gearbeitet und jetzt ist es so, seit 1.1. habe ich ein professionelles Team hinten dran stehen, die mir natürlich alles andere, was nicht mit meiner Kunst zu tun hat, abnehmen. Und das ist für mich ein Riesenschritt gewesen, eine Riesenerleichterung, denn jetzt kann ich mich voll und ganz nur noch auf meine Kunst konzentrieren und das ist nochmal ein weiterer Meilenstein. Das glaube ich, ja. Wie groß ist da dein Team? Darf ich das fragen? Wechselhaft. Ich habe natürlich auch einige Freelancer im Team, die in Projektweise arbeiten, zum Beispiel Filmdrehs haben etc. Also das variiert immer. Ja. Ja, aber auch auf jeden Fall interessant zu hören. Und wie du auch gerade noch mal so gesagt hast, du bist ja schon also für deine jungen Jahre extremst weise Antworten gibst du, finde ich. Also teilweise in dem Alter habe ich, glaube ich, so noch nicht so das alles so realisiert und war da nicht so bewusst. Wo würdest du noch mal sagen, also wo holst du dir so Inspiration auch dahingehend? Kommt es halt schon auch alles durch eben deinen Vater oder die Familie oder eben auch komplett andere Sachen oder hast du irgendwie spezielle Bücher gelesen, warst auf Seminaren, wie war das bei dir? Teils. Also ich habe als Jugendlicher natürlich die Seminare von meinem Vater besucht gehabt, habe dann auch dementsprechend begleitend viele Bücher gelesen und mir ist immer wichtig, ich will immer von Menschen lernen, die schon selber erfolgreich sind. Mhm. Das heißt, es gibt viele, die immer predigen und machen und bla bla bla, aber da ist im Prinzip keine vorangegangene Leistung, kein nachweislicher Erfolg dahinter. Mhm. Und deshalb habe ich mich an den größten Künstlerpersönlichkeiten unserer Welt orientiert und haben einfach geguckt, was haben die gemacht, was hat die auf ihrem Weg begleitet, was war denen ihr Bestreben gewesen und habe dann da einfach mir die Highlights sozusagen rausgezogen und weil du gerade meinen Vater angesprochen hast, klar war mein Vater durch meine ganze Jugend eine wichtige, inspirierende Persönlichkeit. Hm. Aber jetzt, die letzten Jahre, ist es ein komplett freundschaftliches Verhältnis. Und ich habe ihn, glaube ich, als Jugendlicher mit Fragen gelöchert. Und mittlerweile ist es so, dass wir uns auf einer Ebene begegnen und es einfach ein Austausch ist unter Freunden. Und ich
finde, das ist ja, dahin sollte es gehen, und das kann ich nur jedem Vater-Sohn-Dialog empfehlen, einfach da wirklich ja, ein Gleichgewicht reinzubringen, und das haben wir, und das ist super, und damit bin ich ja, fein. Damit bist du fein. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr schön. Sag mal, was würdest du denn jetzt anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben wollen, die entweder sagen, boah, cool, ich will auch Künstler werden, oder die auch einen anderen Traum haben, den sie gerne verwirklichen wollen? Also was würdest du da so als Tipps mitgeben, wie sie das dann auch schaffen? Generell ist es so, dass natürlich zu einem Erfolg oder zu einer Tätigkeit, die erfolgreich wird, mehrere Komponenten gehören oder sollen. Das eine ist natürlich, man braucht schon irgendwie eine Grundbegabung, ein Grundtalent. Das merkt man ja auch irgendwo, was einem liegt, was einem Spaß macht. Dann das zweite ist wirklich die Konsequenz, ja, die Disziplin, der Fleiß. Das wissen wir, denke ich, alle, dass von nichts kommt nichts. Und deshalb ist es wichtig, eben ins Handeln zu kommen, zu tun, zu machen. Und bei mir war eben so das Ding gewesen, ich war eben derjenige gewesen, der am Wochenende nicht ständig auf irgendwelchen Partys unterwegs war. Ich habe auch gefeiert, wie ein ganz normaler Jugendlicher natürlich, aber habe dann relativ schnell auch erkannt, was eigentlich mir mehr bringt. Und das war eben, während die anderen halt am Wochenende in den Diskos waren, war ich eben der gewesen, der gearbeitet hat im Atelier, und eben meine Hauptzeit findet im Atelier statt, und das ist, ich sage ja immer, ich arbeite zwischen 12 und 14 Stunden am Tag, kein Scheiß, um das jetzt mal so zu sagen, also ich mache das, und bei mir ist es auch so, ich habe, seitdem ich dann irgendwann so 18, 19 war, glaube ich, habe ich angefangen, mir täglich 2 Stunden auf YouTube Dokus anzugucken, Podcasts zu hören, viel zu lesen, viele Interviews, viele Reportagen. Das mache ich heute noch tagtäglich 2 Stunden. Und einfach das. Zu welchen Themen dann? Also auch Persönlichkeitsentwicklung, Weiterbildung oder auch künstlerische Sachen? Teils, teils. Also natürlich der Hauptpart sind künstlerische Sachen, künstlerische Videos, aber auch einfach Interviews von bekannten Persönlichkeiten. Teilweise aus der Musikszene, aus der Schauspielerei, aus anderen erfolgreichen Sportlern zum Beispiel, finde ich super inspirierend. Und da eben dann, ja, sich das geballte Wissen zusammenzuholen und auf sich selber dann anzuwenden, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, mit den Highlights rauspicken. Und ja, na gut, dann ist natürlich auch das Wichtige, ich habe vorhin gesagt, Erfolg ist kein Glück, das stimmt auch. Ja, allerdings ist es, unterschreibe ich auch. In meiner Sichtweise ist es wichtig, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, richtigen Leuten zu sein. Das heißt, Netzwerk aufzubauen ist super wichtig heutzutage. Und da eben zu gucken, dass man sich mit Menschen umgibt, die auch nach vorne wollen. Ja, also mein Freundeskreis zum Beispiel, mein Inner Circle, der ist sehr klein, weil es sind Leute, die einfach genauso denken und ticken wie ich. Man sagt ja immer, die 5 Personen, mit denen du dich am meisten, mit denen du am meisten Zeit verbringst, genauso bist du im Prinzip dann auch. Und deshalb versuche ich mich halt mit Menschen zu umgeben, die selber eine positive Grundeinstellung zum Leben haben, die leben wollen, die erleben wollen. Wollen und die Dinge sichtbar machen wollen. Und ja, das kann ich jedem auf den Weg geben. Man ist nie zu jung für irgendwas. Das ist eine weitere oder auch nie zu alt. Und nie zu klein, nie zu groß. Denn das war auch sowas, wo ich lange gegen ankämpfen musste. Ja, aufgrund meines Alters eben bewertet worden bin. Und einfach bis die Leute dann verstanden haben, hey, der ist zwar erst 24, aber der hat vom Know-how, vom Wissen her einfach schon, ist er gefühlt 10 Jahre weiter. Das ist einfach, da sich nicht unterkriegen zu lassen, einfach versuchen, wirklich jeden Tag sein Bestes zu geben und jeden Tag in Dankbarkeit und Spaß zu arbeiten. So, das wäre so meine Botschaft. Dein Rundum-Tipp. Richtig schön. Ich hätte wie immer noch einige Fragen, aber ich finde, das ist ein super schönes Abschlusswort auch und ein toller Hinweis an alle, die uns jetzt gerade bis hier noch zugehört oder zugeschaut haben. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, ich will dem Alexander noch folgen, ich will noch mal ein bisschen gucken, behind the scenes, vielleicht ein paar Eindrücke bekommen, wo kann man dir da folgen? Also am besten natürlich auf meinem offiziellen Instagram-Account, da werdet ihr täglich über neue Projekte informiert. Es ist im Prinzip ein cooler Einblick, weil dort, ich bin so der Instagrammer, ich,
Ich will die Leute quasi hautnah dabei haben. Ich will die fühlen lassen, was ich gerade mache, wie ich arbeite. Also da kann man wirklich hinter die Kulissen auch schauen. Und dann natürlich ganz wichtig, 2021 besucht meine Ausstellungen, kommt zu den Openings. Auch da werdet ihr über Instagram immer informiert sein. Und ja, um die aktuellen Werke auch zu sehen, klickt in meine Website rein, www.alexanderhoeller.com. Dort sind die neuesten Arbeiten zu sehen, Ausstellungsupdates etc. Aber ich glaube wirklich, der Hauptkanal, den ich im Moment bespiele, ist Instagram. Und da würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht mir folgen würde in Zukunft. Großartig, das wird mit Sicherheit passieren. Wir packen natürlich alle Links auch nochmal in die Shownotes rein, damit man da direkt draufklicken kann. Zu Instagram nochmal eine kurze Frage. Da nimmst du auch regelmäßig deine Abonnenten, Follower, Fans mit und auch tagtäglich? Oder wie verhält sich das bei dir? Ja, also ich versuche mein Instagram sehr, sehr aktiv zu halten. Und da jetzt auch im Moment gar nicht groß irgendwie Produkte zu verkaufen oder so. Ich will einfach, dass die Leute irgendwie sehen, dass ich real bin, dass ich, die sollen verstehen, was ich im Prinzip mache, wie so ein Atelier überhaupt funktioniert. Das ist ja auch eine ganz spannende Welt. Und da im Prinzip auch, ja, wie soll ich sagen, so ein Mischmasch aus Entertainment, aber auch aus wirklich wertvollem Content. Und das ist, glaube ich, das funktioniert ganz gut. Und da bin ich jetzt gespannt, was natürlich auch die Leute, die das jetzt gerade sehen und hören, zu sagen werden. Also ich freue mich auch über Nachrichten. Sehr cool. Also ihr habt es gehört, schreibt dem Alexander, was ihr dann so Neues mitgenommen habt oder auch was euch gefällt. Ich habe oder jetzt Fragen. Bitte? Ja, oder noch oder Fragen loswerden. Lieber. Genau. Ja, cool, super. Also, ihr könnt also alles loswerden, was ihr wissen wollt. Und du hast gerade gesagt, Fragen ist ein gutes Stichwort, denn ich habe noch am Ende die kurze Fragen, kurze Antwortenrunde auch für dich. Bist du bereit? Ich bin bereit, let's go. Also, wir starten. Geld ist? Freiheit. Kunst ist für mich? Mein Leben. Persönlich wachse ich, indem ich jeden Tag aufs Neue versuche, was Neues zu erkennen. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Lebe deine Träume. Das beste Buch, was ich jemals gelesen habe? Es sind so viele. Ich würde tatsächlich sagen, in meiner Jugend die Autobiografie von Oliver Kahn. Ja. Okay. Und der besonderste oder schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Mauritius. Wenn ich als alter, weiser Mann eines Tages vor jungen Kindern etwas erzählen darf, werde ich ihnen erzählen, dass? Sei du selbst. Kurz und knackig sozusagen, sehr gut. Sei du selbst. Auch das nochmal eine schöne Message an alle da draußen, die uns jetzt bis zum Ende verfolgt haben. Ich sage danke, Alexander, danke für deine Zeit und die Pause für das Interview sozusagen, die du dir genommen hast von deiner Kunst. Ich fand es sehr inspirierend. Danke, war ein tolles Gespräch gewesen, hat Spaß gemacht. Danke dir und an dieser Stelle natürlich auch nochmal danke an euch nach da draußen, an alle Zuhörer und Zuschauer vom Bewohnerfrei Podcast. Ja, teilt gerne dieses Interview, wenn euch irgendwas inspiriert hat, macht einen Screenshot, verlinkt uns oder gebt auch gerne eine Bewertung bei iTunes ab. Wir freuen uns drüber und ich sage bis zum nächsten Mal hier im Bewohnerfrei Podcast.